Haul on the bowling before the day is dawning. Heute Podcast-Folge 2, einmal Welt und zurück. Heute wieder dabei. Ja, Kilo. Hallo. Grüße. Wir müssen am Anfang erstmal mit einer Falschmeldung aufräumen. Tilo wohnt gar nicht mehr bei seinen Eltern. Er hat eine eigene Wohnung. Dachte ich mir doch, ja, sehr schön. Aber die ist noch ganz nah in der Nähe von meinen Eltern. Das stimmt nah, so weit. Genau, wir waren heute ganz nah bei den Seglern Marco, Claudia, Juliane und Luise. Die sind nämlich nur endlich losgefahren nach 5 Jahren Vorbereitung. Hat euch was bewegt, berührt vom heutigen Tag? Ja, als ich sie dann gesehen habe, wie sie losfahren und selbst alle berührt und bewegt waren, das ist einfach übergesprungen. Da habe ich auch ein bisschen Gänsehaut bekommen und Fernweh. Nein, das nicht, aber ich konnte es plötzlich verstehen, also im Herzen, ne? Was da abgeht mit den Leuten und was die anderen durchmachen, die Omas und die Tanten, die alle am Schiff standen und Tränen in den Augen hatten. Das war schon wirklich berührend. Ich fand das bei Marco ganz interessant, ehrlicherweise. Man hatte so den Eindruck, so, dass er am liebsten um 10 gestern schon unterwegs gewesen wäre. Also der hatte irgendwie so richtig Bock, endlich loszufahren. Und aber selbst bei Marco sind am Ende, als er dann sich von seiner Mutti verabschiedet hat, doch nochmal so das Tränchen. Also man ist dann doch so im Moment nochmal traurig und wehmütig, weil man jetzt irgendwie die Verwandten am Steg hinterlässt und dann einfach doch losmacht. Aber eigentlich war es ja das 5 Jahre lang... Genau. Das Ziel eigentlich, deswegen loszufahren. Fand ich das gerade bei Marco so spannend, dass er dann doch auch, dass er nicht nur los jetzt Action und jetzt bitte los und jetzt Adventure, sondern dass er da auch sagt, ah Mensch, aber ich glaube am Ende... Ja, er weiß auch, dass seine Mutter sich Sorgen macht, jeden einzelnen Tag, den die unterwegs sind. Also das ist ganz, ganz klar. Ich fand aber gestern Abend bei der Abschiedsfeier, da fand ich gestern interessant, die 30-Jährigen, die sagten, sie würden nicht fahren mit den Kindern, warten, bis die Kinder aus der Schule sind. Und heute waren 70-Jährige, die sagen, wenn ich das nicht gleich mache und jetzt ein Boot kaufe, weil die haben gleich vom Nachbarsteg ein Boot gekauft heute, wann soll ich es sonst machen? Also das ist ja völlig verrückt gewesen. Ja. Ja, aber die Familie hat es ja auch gesagt, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Wann, wenn nicht jetzt? Ne? Genau. Und wenn sie warten, ist die eine Tochter zu groß, die andere. Ne? Richtig. Na ja. Und wie werden sie zurückkommen? Braun gebrannt. Nein, also das bleibt eine Überraschung für uns alle. Ich glaube das wirklich. Auch alle, die da waren, von Freunden und Verwandten, haben sich dann die Frage auch gestellt. Ne? Ja, ich glaube, das kann man, also da eine Prognose abzugeben, ist glaube ich nicht drin, weil das kann sich rein vom Gefühl in alle Richtungen entwickeln, in die Richtung, dass die Kiddies oder dass vielleicht die Familie sagt, ah, hätten wir es nicht gemacht, es war irgendwie anstrengend und es war irgendwie nicht so, wie wir uns erwartet haben, oder dass es eben läuft, das war super geil, wir wollen am liebsten, wenn wir angelegt haben in Deutschland, gleich nochmal los und also das, ich glaube, da gibt es keine wirkliche Prognose. Okay, na dann bleibt mal alle dran, weil wir bleiben auch dran. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss.